Hey da, meine Freunde, und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, wir sind wieder auf den Abwegen, nein, auf den Wegen, bergauf und bergab, Richtung Sasau. Sasau, nicht Rattaya, Sasau. Genau, wir wollten ja erstmal Meldung erstatten, dass wir mal wieder so ein Banditenlager aufgemischt haben. Ich könnte eigentlich reiten. Ich glaube, das wäre geschickter und schneller. Und hier sind zu viele Hasen. Und Rehe. Und noch mehr Rehe. Geh weg. Ich bin nicht auf der Jagd. Heute nicht. Ich sollte mir vielleicht Burak dazu holen. Das würde das Ganze ein wenig beschleunigen. Macht Sinn. Also, erstmal Knüppel weg. Burak her. Ah, da kommt er. Und jetzt querfeldein. Ist das euer Ernst? Wer haust denn jetzt hier? Einmal quer durch und zack, schon wieder ein Lager erwischt. Aber die sehen mich und die reagieren nicht. Das ist Bandit. Er heißt schon Bandit, also ist es legitim, ihm auf die Mütze zu hauen. Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Ich bin etwas irritiert. Ich habe einen Banditen, ich hänge am Baum fest. Au, der ist echt wieder besser als ich. Na gut, das ist jetzt keine Kunst. Ha! Na? Ich lasse ihn jetzt zuerst schlagen und versuche ihn abzuwehren. Au! Doppelparade. Er hat es auch so gut drauf. Ich glaube, er haut ein bisschen schneller zu als ich. Aber ich haue kräftiger zu. Wie gerade gesehen, was ist das für eine Holzfäller-Axt? Er hat nicht unbedingt viel. Aber ich warte mal ab. Er hätte sich ja ergeben können. Bürgerschwert. Na, nehmen wir mit. Schwerter kann man immer gut reparieren. Hat aber nichts Atemberaubendes, irgendwas Berauschendes. Ja, den Pfeil. Den Rest darf er behalten. Ich lasse mich auch immer von Banditenlager überraschen, also sprich überzeugen, da muss ich angreifen. Stehlen. Im Ernst, es ist ein Banditenlager. Und ich muss mir Gedanken machen um mein Karma. Irgendwie läuft das so ein bisschen an mir vorbei im Moment. Kettenhaube, das Einzige, was das wert ist. Nehme ich es mit, nehme ich es nicht mit. Ich bin sowieso überladen. Ich lasse es hier. Das war lustig. Ich hatte erfolgreich ein Banditenlager aufgemischt. Passiert mir auch nicht jeden Tag. Gut, für Heinrich diesen Tag sehr oft. Und das sieht nach Sasau aus. Ja, das Kloster. Der Schutzmeister, der ist hier irgendwo in der Nähe. Und dem kann ich außer einem Ohr wahrscheinlich auch den Wachen nochmal das Geld vorbeibringen. Ja, ich reite wieder die langen Wege. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, er freut sich schon, weil ich hätte ihn ja auch umbringen können, aber das wollte ich ja damals nicht, als er mich angegriffen hat. Ja, der Kustos scheint nicht da zu sein, zumindest nicht unten.
Ich schau mal oben vorbei. Da sitzt er. Glück und Gesundheit. Ja, ich habe hier ein Lager aufgemischt. Das Lager ist Geschichte. Ach ja? Und wie kannst du das beweisen? Hiermit. Gut, hier ist deine Belohnung. Einige Holzfäller haben uns über ein Lager gegenüber der Furt auf der bewaldeten Landspitze unterrichtet. Kümmere dich darum. Verstehe. Ja, wir geben noch ein paar Trophäen weg. Ich habe, Trophäen. Dann zeig her. Dieses Pack hat es verdient. Mach's gut. Tja, und das nächste Lager. Ich glaube, das machen wir einfach, weil es schön überschaubar ist als Aufgabe. Burak, trag mich zum Schmied. Ich muss das verkaufen. Ich hoffe, der hat ein bisschen Groschen übrig. So, geht mir aus dem Weg. Jetzt Reiter mit Pferd. Ich sollte auch meine Fähigkeiten üben. Fällt mir ganz nebenbei ein. Also in Sachen reparieren. Da, kleines Rüstungsset. Der Hut ist eine Rüstung. Ich bin immer wieder erstaunt. Kleines Schmiedeset. Da war's weg. Großes Rüstungsset. Geht noch was? Ein großes Rüstungsset. Schmiedeset. So, haben wir auch fertig. Den Rest, den muss ich am Schleifstein machen. Schneiderset. Was geht, wird repariert. Das Hemd ist natürlich schon wieder vollkommen zerfetzt. Ja, und den Rest, den kann ich leider noch nicht reparieren. Da arbeiten wir noch dran. Ich glaube, hier war der Schmied. Ja, genau. Das heißt, als erstes setzen wir uns hier hin und schleifen die Schwerter. So, das war nicht so schön. Ja, scheint zu halten. Den Rest können wir nachher mit dem Schwertset oder dem Schmiedeset ausbessern. Ja, sieht ganz gut aus. Oh, noch das Bürgerschwert noch mal ein bisschen nach. Oh, sehr schön. Einmal reparieren. Schmiedeset, da haben wir's. Perfekt. Und immer wenn ich was handeln möchte, ist keiner da. Ist wohl noch zu früh am Morgen. Ja, da hinten geht erst die Sonne auf, also kein Wunder. Was mache ich denn jetzt die Zeit, bis die auftauchen? Ah, ich habe eine Idee. Ich werde mich irgendwo hinsetzen. Auf den Hocker vielleicht nicht. Habt ihr hier ein Bänkchen aufgestellt? Irgendwas? Da, Bänkchen. Ah. Und in der Zwischenzeit werde ich einfach mal ein Buch lesen. Ich habe doch noch ein paar Bücher. Messerscharf. Das klingt doch nach einem Buch, das man lesen sollte. Viele Werkzeuge sind nicht ordentlich geschärft, da ihr Nutzer sich nicht die Zeit nehmen, sie zu warten.
Doch um alles scharf zu halten, bedarf es nicht mehr als einen hochwertigen Schleifstein und etwas Übung. Das lernen wir doch jetzt mal. Ach, es ist abends. Wieso ist schon wieder abends? Na gut, dann ist es eben abends. Suchen wir uns gleich danach nochmal eine Ruhestätte aus. Ja, reparieren verbessert. So, wir brauchen ein Bett, wir brauchen einen Handelsplatz und... Ich könnte ins Kloster zurückgehen. Ich glaube, das ist keine so doofe Idee. Dort gibt es nämlich ein freies Bett bei den Kranken. Ich glaube jetzt nicht, dass wir davon krank werden. Aber zumindest können wir kostenfrei nächtigen. Um die Kosten geht es gar nicht. Wir können dort frei nächtigen. Können uns ausruhen. Sind dann wieder frisch und quietschfidel. Danach klauen wir den Kranken noch ein bisschen Suppe. Außerdem, ich sag jetzt mal, die Kranken sind ja alle so gut gepflegt von uns, dass sie eigentlich alle schon wieder gesund sind, nur zu faul zum Arbeiten. So, einmal vollständig ausgeruht, 8 Uhr, da sind die ersten auch schon wieder wach und mit denen kann man Handel treiben. Ach, wie schön, wenn alles so ineinander passt. Jetzt gilt es natürlich nochmal ganz kurz rauszufinden, kann ich hier noch irgendwas Sinnvolles handeln mit ihm? Ich glaube, der handelt gar nicht. Ich frage trotzdem nach. Ja, ich habe es geahnt. Gute. Mit ihm könnte ich was handeln, aber ich weiß nicht, ob der was Sinnvolles hat. Und Johanka ist auch noch hier. Gut, die redet nicht mehr mit uns. Die hat genug zu tun. Mach's gut. Ja. Eigentlich nichts, von dem ich sage... Muss ich haben. Ganz wichtig, brauche ich. Von daher lassen wir das. Ah, apropos. Man muss ja nicht kaufen. Gott sei mit dir. Hat er Groschen? Ja, ein paar Stück hat er. Der nimmt alles. Das ist hervorragend. Bewaffne dein Volk. Ein Schwert für die Priester. Na, warum auch nicht? Die Sachen könnte man vielleicht noch reparieren lassen. Wozu eigentlich? Den Kelch verkaufe ich ihm nicht. Er kauft keine gestohlenen Sachen. Vielleicht doch, aber das ist mir an sich egal. Er hat eh das Geld nicht. Was mache ich denn da? Was nehme ich ihm ab, damit er sich das Ganze leisten kann? Ja, so passt das. Wir peitschen nochmal kurz, damit er Reden auch über den Geld Preis. Kriegt. Nun, versuchen wir es. Hier, du musst so gut wie nichts dafür bezahlen. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Nun denn... Recht herzlichen Dank. Und ich bin ein Schwert losgeworden. Jetzt auch so verkaufen können, stelle ich gerade fest. Schmied, genau. Einmal Schmied und zurück. Und danach gehen wir wieder auf Jagd. Nach Banditen. Ja! Sehr schön. Sie sind auch schon wieder am Werk. Guten Tag.
Das Bruchstück habe ich schon von ihm. Er hat nur etwas Geld. Ich weiß. Ich mach's andersrum. Zuerst lasse ich alles reparieren, dann hat er etwas mehr Geld. Mach's gut. Also alles, was er reparieren kann. Da feilschen wir auch nicht. Das kann er gleich machen. Dann hat er auch wenigstens ein paar Groschen übrig. Dann viel Glück. Ja, jetzt hat er wirklich etwas Geld. Und wir werden die tollen Sachen auch wieder los. Den Kriegshammer hier. Den kann er haben. Standhaftigkeit. Ganz, oh Gott, der bezahlt wirklich nichts für die ganz tollen Sachen. Sollte man sich schon fast überlegen, ob man das wirklich macht. Ja, die Rüstung kann er haben. Zwar bei 800. Das Häubchen kann er haben. Das Kettenhemd kann er haben. So, den Rest erfeilschen wir. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. Hier. Und etwas für die Mühe. Danke, tausend Dank. So, jetzt hat er noch 200 Groschen übrig. Ja, das ist zumindest die Hälfte von dem, was er vorher hatte. Vielleicht kann ich noch das ein oder andere loswerden. Rüstung. Naja, die beiden gehen. Ja, da feilschen wir schon nicht mehr. Dankeschön und auf Wiedersehen. Sasau ist voll von Leuten, die mir das Zeug abkaufen können, also. Man sollte sich auf den Wegen halten. So, da außen rum. Ja. Ah! Also schnell kommt man diese Strecke nicht entlang. Ja. Beim Wirtshaus werde ich ja auch nicht glücklich. Da können sie mir auch nur ein paar Groschen für die ganzen Waren geben. Ja. Aber der ein oder andere Schmied könnte noch das Zeug haben, was ich brauche. Nämlich Groschen. Wie geht's? So, hier, lass uns handeln. Ja, ich könnte Reparatursets kaufen, noch und nöcher. Will ich aber eigentlich nicht. Waffen. Ach komm, Jagdpfeile. Kann er alle haben. Die benutze ich eh nicht mehr. Langstreckenpfeile kann er auch alle haben. Verbesserte Langstreckenpfeile. Wundpfeile. Ach. Seht euch den Mumpitz an, was ich alles mit mir rumschleppe. Das ist nicht mehr normal. So, die Halskette habe ich doppelt. Bezahlt nur nichts. Wie enttäuschend. Okay, die kann ich verkaufen. Die Schulterplatten können auch weg. Ja. Falschen wir nochmal mit ihm. Wir den Preis. Nun, versuchen wir es. So, 340 passt. Hier. Und etwas für die Mühe. Na sowas. Vielen lieben Dank. Dankeschön auch. Und ja, ich bin wieder entlastet. Großartig. Ich find's gut, dass Geld nichts wiegt. Ich würde gerade sagen, der hat noch nichts zu tun. Mach schnell, bevor mich dein Gestank noch umhaut. Ja, ist ja klar.
Reparieren? Tschüss. Nee, kann nichts reparieren. Ich habe ja schon alles reparieren lassen. Mach's gut. Lass uns handeln. Messerschaft 3. Das nehme ich mit. Metallplattierte Streitaxt. 3000. Aber ich bin jetzt momentan auf Knüppel aus. Schnitter. Was der für Sachen hat. Heieiei. Ja, den Zeremoniekeuler, die haben wir. Unsere ist nur blutbeschmitzt, bespritzt. Na gut, was soll's? Erdgeld. Das ist das Wichtige dabei, aber er kauft mir nichts ab, der Schlingel. Ja, dann. Ja, komm, wir kaufen ihm das Ding einfach so ab. War ja auch teuer genug. Und wir haben wieder was zu lesen. Warum hole ich eigentlich Burak nicht mit? Da ist er. Es gibt noch den traurigen Rüstungsschmied, den ich ja im Kampf bezwungen hatte. Dann gibt es hier noch einen Krämer. Da war der Rüstungsschmied. Nein, war nicht. Wo war denn der? Glaube ich hier irgendwo. Da, da ist der Helm. Nicht, dass er jetzt so enttäuscht ist und nicht mehr mit mir redet, aber ich glaube doch, der redet noch mit mir. Er will ja handeln. Meister Otto. Hallo? Was willst du? Reparieren kannst du nichts mehr, das haben die anderen gemacht. Aber schauen wir mal nach, ob er irgendwas Innovatives, Wertvolles, Unzerstörbares hat. Was bringt meine Körperplattenpanzer? 25, und die Rüstung hier 24. Rüstungswert. Hat auch ziemlich tolle Sachen, allerdings meine sind besser, jetzt schon. Und er hat viel. Vernietete goldene Beinlinge. Eieiei. Warum habe ich so einen schlechten... Achso, ja, weil ich ihm auf die Mütze gehauen habe und sein Geschäft ruiniert habe. Deshalb habe ich so einen schlechten Ruf. Ja. Na gut, das bessern wir jetzt ein bisschen auf. Vor allem mit Sachen, die ich nicht mehr brauche. Mehr wird er mir nicht abkaufen. Die kriegt Lass das uns zu einem über den Preis sprechen. Echten Schnäppchenpreis. Nun versuchen wir es. Ja, kostenfrei, sozusagen. Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Nun denn, recht herzlichen Dank. So, wie ist er jetzt drauf? Er hatte 19er Ruf bei ihm gehabt. Oder ich hatte 19er Ruf bei ihm gehabt. 20. Das hat sich gelohnt. Ich komme irgendwann vielleicht mal wieder vorbei. Ja, ich glaube, wir sind wieder leicht genug, um unsere Arbeit zu machen. Banditen zu jagen. Burak, bleib stehen. Ja, und mit dem Rabauken werde ich auch nicht fertig. Weil ich kann zwar den heiligen Baum finden. Hatten wir ja schon gemacht in den Folgen zuvor. Aber... Und das ist das Schlimme dabei, ich komme nicht an die Äste ran. Ich bin schon in zwei albträumhaften Erlebnissen abgestürzt, also werde ich es nicht selbst versuchen.
Ja. Ich muss irgendwie über den Fluss. Ah, da. Ja. Oh, nicht in den Teich. Dankeschön. Ja. Er hat einfach da den Teich hingebaut. Gut gemacht, Burak. So ein sehr eleganter Hopser. So, da vorne durch den Wald hindurch. Ich denke mal, da wird das Lager sein. Der Banditen. Man könnte fast schon sagen, die Straße führt direkt dahin. Ach, du bist ein Wanderer. Hallo Heinrich! Ja, hallo. Ja. Wow. Dieses Gelände gemeißelt. Das ist ja holperig. Ich muss irgendwie jetzt langsam nach Westen um. Ja, danke, der Weg macht das schon. Hey, verpiss dich da! Das ist nichts für deinesgleichen! Geh weg! Geh weg! So, fast umgebracht, das können wir auch ausbessern. In Fahrt mit dir! Los, ärger mich. Was willst Pack dich, sage ich! Aber was beschützt er hier? Verschwinde von hier! Was beschützt er hier? Ich bin hier der Waldmeister. Weg mit dir, oder ich vergesse mich! Ja, ja, vergiss mal. Was hat er gemacht? Ah, alles klar. Plünderer. Ich habe dich gewarnt. Komm, versuch's. Hast du genug? Ich werde ihm jetzt hier eine Lektion erteilen. Du Plünderer. Du plünderst in meinem Wald. Tja, wenn, dann wirst du unbewaffnet gehen können. Hinfort mit dir. Aber du lässt die Waffe, wo sie ist. So sei es. Ja, nicht, dass das Zeug irgendwas wert ist, aber das war mal Axt und Bogen. Aber er soll hier mal kein Unheil mehr anrichten. Ohne Bogen wird er wahrscheinlich keine Tiere mehr schießen können. Ja. Aber ich kann das Zeug auch nicht mitholen, das bringt mir nämlich nichts. Das wäre nur Ballast. Tja, mein Job als Waldmeister gemacht. Nein, Jägermeister bin ich ja. Hier ist ja nochmal so ein Ding. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin auf der falschen Seite des Flusses. Die Stelle sah jetzt kurzzeitig so aus, als könnte ich da einfach rüber trotten, aber beim zweiten Hinsehen merkt man, keine Furt. Dann wird der Heinrich weggespült. Tempo. Jeder Weg scheint ja überschaubar zu sein. Und da sieht es aus wie eine Furt, also können wir gleich darüber wechseln.
Ich bin im richtigen Gebiet. Und wo sich das Lager genau befindet, finden wir in der nächsten Folge raus. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.